machst du hier so alleine? Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe die Wand da oben wie ein Wahnsinniger mit meiner Spitzhacke bearbeitet. Ich bin dann dabei ausgerutscht und durch diese dämliche Falltür im Boden gefallen. Seitdem sitze ich hier und warte darauf, dass mich jemand findet und mir wieder hier raushilft. Ich werde einen Ausgang finden. Tja, wirst du wohl müssen. Denn wenn nicht, bist du mit mir hier gefangen. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Wie geht's deinen Drillingsbrüdern? Ich habe keine Ahnung. Sie sind mit den anderen tiefer in den Tempel gegangen. Ich habe ja schon viel gesehen. Aber dieser Tempel hier ist seltsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir alle wieder heil hier herauskommen. Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Ich bin Schatzsucher, kein Kämpfer. Als ich mich dem eingestürzten Gang da drüben näherte, hörte ich so seltsame Geräusche. Also nur wenn ich weiß, dass der Weg nach draußen führt, werde ich mich bewegen. Der Weg nach draußen ist offen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass mir so ein Mist nie wieder passiert. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich hier unten gefunden. Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss. Ich gehe zum Haupteingang der Ruine. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Hier kommt Hilfe! Tja! Tja!
Kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Danilo ist tot. Scheiße. Ich hab's geahnt. Lass uns alles einsammeln, was wir bisher haben und dann ganz schnell verschwinden. Du bleibst hier erstmal auf deinem Posten. Ich habe noch nicht bekommen, weswegen ich hier bin. Na gut, aber beeil dich damit. Mir wird's hier langsam zu heiß. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten.
Ich bin wie ein Verrückter hier runter geflohen und hab mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja? Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Gib mir die Büste. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren, was? Nun, wenn das so ist, dann 500 Goldmünzen. Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja. Was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Deinem Bruder Ulf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen.
Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Verdammt. Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem danke für diese Nachricht. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst.
Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Ich habe die restlichen 4 Kristallscheiben. Na also. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Ha! Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Alle Achtung! So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut, hier, nimm. Sehr gut. Du hast sie dir verdient. Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm meine Bedingung stellen. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar, der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht, sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du?